Man schlägt die Zeitung auf, Horrormeldungen über Amok und Anschläge aller Art. Man hört Radio, man sieht fern und man bedient sich der sozialen Medien. Und überall Schreckensmeldungen, wo den Menschen Ungemach an Leib und Seele begegnet. Wir haben uns in Bruck umgesehen und umgehört und die Frage gestellt, haben Sie Angst? Ja, Sie sagen das und ich habe Gänsehaut. Ich habe Angst. Ich habe den Krieg erlebt, bin 42 geboren, ich habe Angst. Das Miteinander, dass man miteinander und jeden Menschen noch akzeptiert, als Mensch, das wäre das Wichtigste. Jeden sagen, grüß Gott, das bist du, das bin ich, aber mir steigt die Gänsehaut auf. Ich habe Angst. Ganz ehrlich, nein. Ich meine ja, wenn man tagtäglich im Fernsehen oder im Radio von solchen Dingen hört, kommt man schon ins Grübeln, aber ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn man sich selber nur ängstigt. Also deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nicht mehr verreise oder das Leben nicht mehr genieße. Das hat, glaube ich, keinen Sinn. Und wovor fürchten Sie sich am meisten? Vor Übergriffen, die meine Person persönlich betreffen oder Bekannte, Verwandte. Wie ist das bei Ihnen? Ja, als Mann tut man sich vielleicht ein bisschen leichter, wenn man am Abend unterwegs ist. Aber wie gesagt, meine Frau und so, also allein würde ich es nicht aussehen lassen mehr. Also wenn wir spazieren gehen, sind wir meistens zu zweit unterwegs, ja. Wie halt alle Frauen, man hat schon mehr Angst, muss ich sagen, als was man früher einmal gehabt hat. Und was finden Sie am gefährlichsten? Dass es einen Krieg geben wird, einen breiten mit Flächenbrand? Nein, das nicht, aber der Terrorismus wird immer mehr und vor dem habe ich so Angst. Und was glauben Sie, warum wird man dem nicht Herr? Ich glaube, es wird zu wenig getan dafür. Denn solange die noch Waffen geliefert kriegen, wird das nie aufhören. Ja, Angst habe ich direkt nicht, aber ich bin unsicher. Also ich bin unsicher, wenn irgendwo Menschenversammlungen sind. Also es ist irgendwo ein mulmiges Gefühl, also, aber ich habe nicht Angst, wenn ich irgendwo allein herumgehe. Aber eher von Menschen und Versammlungen und so weiter. Ich meide das jetzt. Was glauben Sie, wird zu wenig getan? Sind die Politiker Versager? Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass man da irgendwas tun kann. Das ist der Terrorismus, der kommt so unverhofft. Und ich glaube schon, dass das, was getan werden muss, das tun sie. Aber ich glaube nicht, dass sie es in den Griff kriegen. Nee, eigentlich nicht. Nee. Also ich meine, die Wahrscheinlichkeit, vom Auto zu überfahren zu werden, ist wahrscheinlich größer wie bei so einer Attacke. Ich sage jetzt mal, zu Schaden zu kommen. Weil ist es schlimm und alles wird durch eine Presse breitgetreten. Und ich meine, wenn wir jeden Autounfall, der tödlich ausgeht, in Hauptnachrichten anschauen würden, dann hätten wir wahrscheinlich alle Angst, ins Auto zu steigen. Insofern, die ist eine besorgniserregende Entwicklung sicher, aber Angst, nee. Ja, prinzipiell keine Angst. Weil das Ganze ist eine Massenhysterie. Der Staat hat jetzt 20 Jahre unser Polizeiwesen möglichst niedergehalten, das Militär niedergehalten. Uns fehlt sehr, wir haben einen Nachholbedarf, wenn ich das so sagen darf. Aber grundsätzlich Angst habe ich nicht. Es ist viel Massenhysterie. Die Medien bauschen alles ins Unendliche auf. Ja, und liefern auch Ideen. Genau. Was sagen Sie? Genau dasselbe. Und ich finde, dass sie heute Ideen liefern mit diesen Massenhysterie, dass das dann auch Verrückte manchmal an so Ideen kommen, die das nicht vorgehabt haben. Das ist meine Meinung. Angst habe ich auch keine. Nein, persönlich nicht. Ich war lange genug bei der Exekutive, hätte ja nie Angst haben dürfen, aber ich habe keine Angst. Generell. Das sind Einzelfälle vielleicht oder was weiß ich, aber wird uns im ländlichen Raum vielleicht weniger treffen. Hoffe ich halt. Glauben Sie, dass die Politiker zu wenig tun? Ich glaube, sie bemühen sich jetzt schon im Großen und Ganzen, sind aber teilweise in gewissen Fragen auch ratlos. Ich habe Angst. Bei uns vielleicht in Bruck nicht so. Aber wenn ich jetzt wahrscheinlich mit Zug fahre, habe ich auch Angst. Und bei Großveranstaltungen. In einer Großstadt oder was. Aber in Bruck, glaube ich, nicht so. Ich weiß nicht, Bruck ist ein bisschen. Wir haben nicht so viel da vor den Kurden oder was.
Aber im Zug, glaube ich, hat man schon ein bisschen Angst jetzt. Ich habe keine Angst, nein. Eigentlich nicht. Ich fahre nicht mit Zug. Ich fahre mit meinem eigenen Auto. Mit Zug bin ich eigentlich nie unterwegs. Dann lebe ich im Ausland. Und dort ist eigentlich relativ ruhig in Ungarn unten. Ich bin 10 Monate im Jahr unten und zwischendurch halt einmal rum, aber Angst habe ich keine. Naja, Angst wir haben sowieso. Wir sind schon einen Krieg überlebt von Jugoslawien. Wir sind von Jugoslawien da, schon lange in Österreich. Dann kommt schon wieder, wie vorher war. No? Ist nicht so einfach. Na, ich bin am Land draußen. Ich habe sehr wenig Angst. Wirklich. Aber Sie verfolgen diese Situation? Ja, ich lese. Ja, aber ich habe keine Angst. Ich bin ein bisschen ein Horti. Es wird behauptet, wir leben auf einer Insel der Seligen. Selig, der das glaubt.